Sie haben Silvester extra nicht gefeiert für Gaza. Stattdessen versammeln sich am Neujahrsmorgen um 8 Uhr 250.000 Menschen mitten in Istanbul. Sie schwenken Hamas-Flaggen und schreien Allahu Akbar. Gott ist groß. Erdogans Sohn Bilal hat geladen. Unter Jubelrufen spricht er von einem Genozid, den Israel da begehe. Nur die Türkei steht gerade und vertritt eine starke Haltung. Dafür müssen wir unserem Präsidenten dankbar sein. Von dem Stolz, wie ihr Präsident Erdogan der Welt und auch den arabischen Ländern die Stirn biete, wenn es um eine klare Verurteilung Israels gehe, davon erzählen uns hier viele. Ein Plakat etwa zeigt den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu mit Hitlerbärtchen. Der Vergleich Erdogans neueste Verbalattacke. Ist das, was dieser Netanyahu tut, weniger als das, was Hitler tat? Das ist es nicht. Seit Wochen feindet Erdogan Netanyahu offen an, bezeichnet ihn etwa als Schlechter von Gaza. Israel sei ein Kriegsverbrecher. Die in Deutschland verbotene Terrororganisation Hamas dagegen sei eine Befreiungsorganisation. An den Westen. Wollt ihr wieder einen Kampf zwischen Halbmond und Kreuz? Erdogan droht mit Kulturkampf. Er sieht sich als Beschützer der Unterdrückten in der muslimischen Welt. Und viele in der türkischen Gesellschaft tragen das mit Hingabe mit. Fatma kommt aus Gaza. Sie arbeitet seit kurzem an einer türkischen Schule. Die Kinder hier wissen, dass ich mich einsam fühle. Sie sagen mir dann, wir sind jetzt deine Familie. Und auch wenn der Status von Fatma in der Türkei nicht geklärt ist, sie lebt gerne hier, weil der türkische Präsident so klar Partei ergriffen hat. Ein Schachzug, der Erdogan die Sympathie seiner muslimischen Basis sichert und helfen könnte, seinen Einfluss in Nahost weiter auszubauen.